Okay, schattige Oase. Da brauchen wir Kopfstoß für. Aber ich habe vergessen, wofür. Okay, und dann hätten wir das schon. Das hätten wir dann schon. Guck, bis auf die andere Strecke, stimmt. Das wird hier nicht aufgelistet. Okay, ja, das setzen wir zum Schluss. So muss das. Da können wir nachher schön beenden. So. Na, Schnauze hier. Ach, das war das hier, stimmt. Da muss ich ja da vorne hin, stimmt. Und das hier wird schön verbrannt. Ja, ich weiß, Schnauze. Ich weiß, wie das geht. So, mach schnell. Komm schon, du Dickmann. Dicke Dickmann. Du, 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 du. Ja, mach kaputt. Einfach kaputt machen und ich brauche was zu essen. Dankeschön. So, okay, jetzt muss ich hier hin. Geht nicht anders. Geh weg. Ständig, wir müssen jetzt wieder Gegner töten. Für das eine Ding. So. Da hinten war kein Gegner, okay. Schätze mal, wir brauchen das Ding. Na, jetzt müssen wir hier nochmal alles tun. Nicht so ganz toll. So, na los, mach schon, schneller. Okay, aber es macht keinen Schaden. Wollte ich jetzt mal testen. Nein, du machst. Du machst nichts, wollte ich sagen. Hat dann aber doch was getan. Okay, wir müssen eh dahin. Ist vorbei. Ich hasse ja alles. So, okay. Die Aufgabe von diesem Typen da. Und da wollte der ja Kopfstoß. Dass wir das können. Das wollte der. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Haben sie das hier heimlich gepatcht oder wie? Oder was ist jetzt hier das Problem? Was ist hier das Problem? Na, geht doch. Einmal das kaputt machen. Schön, schön, schön. Okay, das hätten wir schon. Perfekt. Nur noch das hat gefehlt und hier. Toll, dass du den Kopfstoß gelernt hast, Spyro. Komm. Ach, bäh. Bäh, okay, ich hab's befürchtet. Wir brauchen diesen Scheiß noch. Mal schauen, was der hier geplant hat. Was für ein Übel. Okay, müssen die Gegner besiegen. Ja, sehr Stück. So, geh weg. Geh weg. Alle platt machen hier. Da oben ist noch einer. Ja, erstmal diesen langen Weg. Ah, ganz toll. Ganz toll. Noch einmal schön in die Länge ziehen. Du, 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 du. So, komm ran. Und du mach schnell. Fries. Fries, na los, schnell. So. Na komm, lass mich durch, scheiß Nilpferd. Nö, nö. Na, das war nur Glück. Was haben wir da jetzt getroffen? Ernsthaft. So, na, nicht zu früh freuen. Niemals zu früh freuen. Ist ein wichtiger Rat hier. Verstanden, verstanden. So. Nur noch eins. Okay, da ist das letzte. Schnauze hier. So, jetzt können wir hier den Rest erledigen. Geh doch mal weg, du störst. Und wir müssen hier hin und da hin und so hin. Hä? 17 erst. What? Okay, es wird jetzt auf eine Aufnahmepause. Ich habe gedacht, gemeint, ich hätte da 18 gesehen. Aber es waren jetzt 17. Ja, toll. Oh, das wird hier gezählt, bevor es angezeigt wird. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Und es verwirrt dann so. Extrem. Das wäre auch möglich. Okay, dann nochmal. So, so. Schnauze, komm. Mann. Also setzen die.
Scheiß verkackte Gegner. So. Und ich mache ja schon. Okay, wir müssen spucken. Da war ja was mit Spucken oder... Na, ist egal. Wir haben es jetzt. Wir müssen nur noch das tun. Der Rest ist egal. So, zufrieden jetzt. Und werden versinken, wenn du sie nicht befreist. Mach Kopfstöße auf Steine, indem du springst und dann Aktionen drückst. Mir nach! Ja, musst du mir nicht erklären. Ja, mir nach. Schnauze jetzt hier. Mach einfach. Dahin. So. Alles klar. Da bist du gelandet. Das nächste da drüben. Okay. Bevor es sinkt. Alles klar. Bevor es sinkt. So. Bevor es sinkt. Und wo auch immer die hinfallen. Oder herkommen überhaupt. Warum auch immer. Danke für die Rettung. Ich hab nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Okay, alles klar, Grundi. So, dankeschön. Genau das brauche ich. Die letzte Kugel. Perfekt. Wir haben alles 100% abgeschlossen. Und ich muss noch kurz heilen, bevor wir gehen. So. Es muss sein. Okay. Das hätten wir. Ach, okay, halt schon wieder voll. Das halt zweimal. Okay, interessant. So, das hätten wir. Da muss ich nachschauen. Darf ich da noch so einiges? Also nur das Ding. Das ist so viel Prozent, okay. Alles klar. Tja, da fehlt nur noch eine Strecke hier. Und das war's dann. Okay, aber ich würde sagen, ich mache das beim nächsten Mal. Wir machen jetzt hier eine Aufnahmepause. Es wird Zeit. Das kommt dann nächstes Mal. Tja, falls ich nicht weiß, was man da tun muss für die Kugel. Falls wir das nicht finden, dann muss ich halt währenddessen nachschauen, während der Aufnahme. Geht nicht anders. Okay. Tja, schätze mal, nächstes Mal. Kommt dann das Finale. Höchstwahrscheinlich. Außer die Level brauchen aus welchem Grund auch immer so lange. Genau, Sparks. So, okay, Zeit für Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal, ciao. So, willkommen zurück zu Spyro 2, Ryptos Rage und, ja, genau wieder hier. Wie beim letzten Mal. Ist ja interessant. Okay, ja, wie schon gesagt, habe ich jetzt hier mal nachgeschaut. Ein paar Dinge. Und zwar, als erstes diese Kugel hier, in dieser Welt, die uns noch fehlt. Ja, die ist echt schon mies versteckt. Aber da muss ich gleich mal nachschauen. Hätte man das sehen können, ja oder nein? Naja. So, da bist natürlich wieder an einer Stelle, wo ich nie genau nachgeschaut habe. So, nicht so wirklich. Aber wer rechnet damit auch? Okay, die letzte Kugel. Die befindet sich, Moment. Hier. Da ist noch so eine Wand, okay, man kann es sehen. Da ist noch so eine Wand, die man kaputt machen kann. Und da ist die Scheißkugel drin. Okay, das hätte man so sehen können, aber... Ja, wie gesagt. Diese Stelle hier. Diese einzige Stelle hier. Ist genau das, was ich hier nicht genau angeschaut habe. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass hier eine Wand ist, die man kaputt machen kann. So. Damit rechnet man nicht wirklich. Okay, wir haben alle Kugeln. Und 100% abgeschlossen. Geil. So, das hätten wir. Okay. Ja, und da war hier noch das andere Thema. Die Metrostrecke. Da fehlt uns ja noch diese eine Kugel. Und ich habe jetzt nachgeschaut, was man da tun muss. Wie man diese Aufgabe bekommt, die andere. Das habe ich nachgeschaut, aber mehr nicht. Nur das. Ja, und auch das ist missversteckt. Okay. Dann, weil wir schon bei diesem Thema sind. Es gibt neben dem hier noch zwei andere Strecken, die wir noch gar nicht angeschaut haben. Die Eisstrecke, die hier ist in diesem Level, plus das andere, die Schluchtenstrecke oder sowas. Ja, da habe ich auch schon nachgeschaut bei diesen zwei, was man da tun muss für diese eine Aufgabe, wie man die bekommt. Das habe ich auch schon nachgeschaut.
Denn, ja, das hätte ich zu 90% wahrscheinlich nicht gefunden. Die anderen zwei. Und erst nach einer halben Stunde Sucherei. Und, naja, das wollte ich euch jetzt ersparen. Und mir selbst auch. Deswegen weiß ich jetzt ein bisschen Bescheid. Okay, und diese Strecke hier, da ist echt auch mies versteckt. Das hätte ich so auch nie gefunden. Da muss ich nachschauen. Ja. Na, das waren die alten Spiele damals. Genau so. Okay, also wir müssen diese Taube hier kaputt machen. Für diesen Hebel. Und dann müssen wir hier rein. Da ist der Penner. Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metrostrecke. Aber du kannst vielleicht helfen. Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch, um mein Wiederwahlbudget zu plündern. Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Na, ja, der Bürgermeister hier, alles klar. Okay, Einbrecherkatzen klingt cool. Ja, aber das hier ist auch missversteckt. Man muss diese eine Taube da töten, damit sich das hier öffnet, dieser Raum hier. Und das ist auch noch so versteckt. Ja, das ist echt mies. Da hätte ich ewig suchen können und hab's auch nicht gefunden. Okay. Na schön, wir müssen das tun. Toll! Jeder kann die Halunken von den Gebäuden stoßen, aber du musst die Beute fangen, bevor sie im Kanal landet und für immer verloren geht. Viel Glück! Jäger wartet draußen. Okay, so etwas wieder. Ja, kein Moment, okay, toll. Da muss ich gerade gehen. Ja, hatte keine erholsame Nacht, um es mal so zu sagen. Okay. Kaum geschlafen. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen müde. Der müde One oder so ähnlich. Ist jetzt ein neuer One da. Okay, und der Jäger schon wieder. Aber Einbrecherkatzen sind cool. Da ist eins. Und das müssen wir einsammeln. Okay, alles klar. Ist auch wieder das gleiche Schema. Ihm einfach verfolgen und... Hey, da, du hast eins übersehen. Du hast eins übersehen. Was kannst du eigentlich? Und so schnell bin ich jetzt auch nicht. Ja, alles klar. Und die armen Katzen. Die wollten nur klauen, verdammt. Warum fliegt denn das hier so weit nach oben? Shit. Und verloren. Verdammt. Toll, ja, ganz toll. Wie retten das rumfliegt. Manchmal landet das direkt hier, wo auf der Ebene, wo die Katze ist. Und manchmal drüber. Ist klar. Ist einfach klar. Genau, so, bei der gleichen Ebene. Mhm. Das andere fliegt einfach erstmal 10.000 Meter in die Höhe. Ist klar. Auch die gleiche Ebene. Auch die gleiche Ebene. So, auch die gleiche Ebene. Und das auf einmal nicht mehr. So, hat man gesehen. Das war 10.000 Meter über ihn. Tja. Okay, alles klar. Das war eine ganz tolle Aufgabe. Da ist es gelandet. Das war nicht im Wasser drin. Leck mich, Spiel. Alter, willst du mich verarschen? Das ist nicht in den Fluss gelandet. Es lag da auf dem Dach. Aber das hätte auch als verloren. Willst du mich verarschen, Spiel? So eine sinnlose Scheiße hasse ich am meisten. Da raste ich aber echt aus. Was für eine verfickte Fick ist das denn? Wow! Ey, so eine Scheiße kann mich echt triggern. Richtig Cancer-Programmierung hier. Oh. So, hat's Maul. Toll. Einfach keine Worte. So eine beschissene Aufgabe hier. Und da fliegt auch erstmal alles links und dann rechts und dann oben und dann unten. So. Ohne zu sagen, hey, da gehe ich jetzt hin, wie zum Beispiel hier oben. So. Sagt einfach gar nichts. Und jetzt hast du das da platt gemacht, okay. Okay. Geh aus dem Weg. Das letzte ist da. Ah, wir haben den Scheiß. Gut gemacht. Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Ja, du bist der Halunke hier.
Ich hoffe, du wirst nicht gewählt. Du bist doch echt scheiße. Und die Nase ist okay, ist ja kein Wunder, dass er scheiße ist. Wer so eine Nase hat. So eine Pickelnase. Einfach Bullshit, lass mich raus hier, lass mich raus. Päh. Ach, okay, wir haben den Scheiß. Vergessen wir das. Stachen wir das aus dem Gedächtnis raus. Wir schmeißen es einfach weg, aus dem Fenster, ins Feuer, was auch immer. Aber das wird vergessen. Oh, so eine Scheiße hier. Okay, damit bleibt nur noch eins. Und leider ist es direkt auch wieder so eine beschissene Strecke. Okay, und warte mal. Kann man das hier irgendwie abkürzen? Ich habe keine Lust zu klettern. Tja, leider wieder so eine beschissene Strecke, die jetzt kommt. Die zweitletzte. Nein, wir können nicht abkürzen. Ach, leck mich doch. Wir müssen den langen Weg gehen. Na toll. Okay, wird noch zwei Strecken zu machen. Leider. Plus dann, glaube ich, drei Level. Und das war's dann. So, plus der Bosskampf natürlich. Und das war's dann leider mit diesem Spiel. Ist dann auch schon wieder vorbei. Das ist echt schade. Es ist immer schade, wenn es endet. So ein tolles Spiel. So richtig schön. Mal abgesehen von solcher Scheiße. Aber größtenteils ist es zum Glück nicht so. Okay, die Eisstrecke. Mal schauen, was sie da tun müssen. Aber wie gesagt, ich habe nur geschaut, was man da machen muss. Um die Aufgabe zu triggern oder zu erhalten oder was auch immer. Aber mehr habe ich nicht angeschaut. So. Aber immer schön. Schnell durchlaufen und die Augen zugemacht. Bis zu der Stelle, wo es kam. Okay. Bei der Eisstrecke. Machen wir auch zuerst wieder die andere Aufgabe hier. Was gibt es hier zu tun? Bogen habe ich gesehen, komische Typen. Okay. Dann muss man die kaputt machen. Die komischen Typen hier. Okay. Was ist denn hier mit dem? Der fliegt dann hier so weiter. Okay, beide zählen hier. Als diese Aufgabe hier. Okay, alles klar. Komische Eisläufer sind hier noch. Okay, das wird ätzend. Komm ran hier, wo bist du hin? Und dann ist ja bestimmt noch einer am Fliegen, oder? Natürlich. Okay, wie machen wir das am besten? Ah, mal schauen. Okay, komische Eisläufer. Okay, die sind so verteilt und... Hä, muss man die auch? Was seid ihr denn? Okay, die muss man auch hier. Interessant. Seedrachen oder sowas. Alles klar, oder Seeschlange heißen die. Okay, okay, okay. Das müssen wir tun. Ich hoffe, dieser Turm da zählt nicht. Okay, aber die Eisläufer werden ja ätzend. Okay, Schneemobile. Die zählen zusammen. Schlangen, Skater. Hä, hey, Skater? Hä? Was hast du denn für eine komische Übersetzung? Und Bogen natürlich wieder. Okay, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen zuerst die. Aber das sollte hier lieber in die andere Richtung gehen. Dann geht's schneller hier. So. Du bist dran. Du bist dran. Und dann schnell nach oben. Genau. Und immer schön in die Gegenrichtung. Genau, Höhenflug. So, und das war's. Okay, alles klar. Bogen. Und wir verlieren so viel Zeit. Schauen wir uns mal die Bogen an. Wo sind die versteckt? What? Ich höre es doch irgendwo. Ach, da oben, okay. Dann müssen wir da so nach oben. Alles klar. Ja, das wird ätzend. Okay, und da können wir schwimmen, glaube ich. Oder, ne, ich schätze nicht. Das Wasser ist ja tödlich hier. Ich glaube, wir können nicht schwimmen. Okay, das waren die. Alles klar.
Ja, den habe ich nicht an der gleichen Stelle schon wieder. Ah, widersetzend. Das wird ja richtig ätzend. Okay, wir fangen hier an. Bitte fliegen. Und dann direkt nach oben. Komm ran hier. Nicht weglaufen. Okay, dann gehe ich hier hin. So, gehen wir diesen Weg hier. Ist einfacher. Gut. Keine Zeit verlieren. Das ist ganz wichtig. Und dann schnell nach unten. So, und dann kommst du. Und dann kommen die. Und hier können wir auch schön landen. Das heißt, so könnten wir es tun. So. Verdammt. Scheiß Kopf. Okay, muss eh nochmal zurück. So. Okay. Ein paar Eisläufer fehlen noch. Wo sind die? Wo sind die restlichen Eisläufer? Wo verstecken die sich? So, wie viele fehlen noch? 3, okay. Da ist der letzte und wir haben es geschafft. Geil. Oh, das ging zum Glück schnell. Perfekt, okay, wir haben es schon. Geil. Das ging gut. Das ist gut gelaufen, okay. Da kommt jetzt hier die andere Aufgabe. Och Mann, warum ist das immer da unten, wenn sie verarschen? Okay, ich muss merken. Ja, ich sollte merken, dass immer das letzte, was man ausgewählt hat, jetzt hier ist. Okay, eine Kugel. Das sieht man auch da unten. Okay, das wollte ich nachschauen. Na schön, die Aufgabe hier. Jetzt muss ich das erstmal suchen. Für diese Aufgabe hier, die man bekommen kann, muss man irgendein Iglu zerstören. Aber ich habe jetzt nicht genau gemerkt, wo der ist. Da vorne ist der, genau. Diesen Iglu da muss man zerstören. Diesen Iglu hier. Der hätte mich jetzt auch wieder dumm und dämlich gesucht. Gut gemacht, Spyro. Sieht aus, als wärst du für eine größere Herausforderung bereit. Wie wär's mit Paragliden? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Doch, hab ich. Okay, aber mach weiter. Machen wir. Ich zieh dich hinter meinem Schneemobil her und du steuerst durch die Ringe. Verpass keinen, sonst müssen wir von vorne anfangen. Na, natürlich. Einfach so zurück ist kein Ding. Das geht nicht. Und dieser Scheißtyp hat schon wieder eine Kugel für uns. Ah, oh, der ist echt so ätzend. Dieser Scheißverräter. Wow. 50. Ach du Scheiße, okay, das wird ja richtig ätzend. Okay, alles klar. Wir müssen so genau zielen und wir dürfen keins verpassen. Oh, ist das eine Scheißaufgabe? Willst du mich verarschen, Junge? Du bist echt ein echter Verräter. Von wegen, du bist mein Freund. So. Von wegen. So. Wir brauchen diese Kugel, damit wir nach Hause dürfen. Damit das Portal funktioniert. Und der will uns das nur durch solche beschissenen Aufgaben geben. Verdammt! Oh, ich hasse den so sehr. Ich hasse diesen Typen so sehr. Okay, wir müssen ihn ignorieren. Nicht auf ihn eingehen, auf die Aufgabe konzentrieren. Oh, das ist mies. Puh. Nicht so schnell. Oh, wir haben es geschafft. Oh, meine Fresse. Du bist ja noch besser als ich. Ich bin viel besser als du. So, da muss ich erstmal niesen. So lächerlich war das. Ach. Geh mir einfach aus den Augen, du Scheißtyp. Oh, ich hasse den so sehr. Wow.
Was er tut dann so, als wäre er unser Freund. Ist klar. Ah, dieser Scheißtyp. Okay, das hätten wir. Wir haben alles. 100% abgeschlossen. So, die zweite Welt. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Okay, bisschen aufwärmen noch. Dann können wir weitermachen. Da kommt, glaube ich, der Zaubersumpf. Das habe ich noch gemerkt. So, wie sieht's aus hier? 100%, 100%, 100%. Da ist so geil. So eine geile Liste. Alles 100%. Geil. So. Und da fehlt nur noch eins. Genau. Die 7 Dinger. Und sonst nichts mehr. Okay, dann machen wir da weiter. Die letzte Welt. Ah, ist echt schade. Das Abenteuer geht zu Ende. Da sind wir wieder traurig. Okay, nee, wir machen es anders. Das fällt mir gerade ein. Besser ist, wir machen es anders. Wir machen ein anderes Level zuerst. Hey, was geht ab? Hey. So, da unten war's ja. Wir machen zuerst die letzte Strecke hier. Na, dann haben wir diesen Scheiß schon hinter uns. Machen wir das als erstes hier. Dann haben wir es schon. Und hier weiß ich auch, was man tun muss. Gut, das hier ist jetzt weniger fies versteckt. Das hätte man erst finden können. Mit ein bisschen suchen. Aber die anderen zwei... Ja... Okay, Ziegen. Alles klar. Ziegenrösten, da haben wir ja schon Erfahrung. Im ersten Teil. So sind ja die Spielzeuge der Drachen. Haben wir gesehen. Ach nee, nicht solche Typen schon wieder. Nicht solche Typen schon wieder. Jetzt Ziege, okay, und Ringe auch noch. Alles klar. Ja, das ist ja interessant hier. Das Schluchtenzeug, okay. Hab Flugzeuge gesehen. Ja, am besten gehen wir so entlang. Okay. Da seid ihr dran. Okay, so ein Scheiß kommt ja auch noch. Ihr seid dran. Okay, wo ist der Letzte, verdammt? Boah, ist der Letzte, da ist der Letzte. Und irgendwo hier sind Geier, okay, die müssen wir rösten. Alles klar, alles klar. Schöne Geier, ist alles schön beisammen. Die letzten zwei, kommt schon, kommt dran. Die letzten zwei, die letzten zwei, die letzten zwei, die letzten zwei, komm schon. Ja, das war der letzte zwei. Er hieß so. Geier Nummer zwei, okay, das ging schnell. Ha, oh, das war jetzt das... Die am wenigsten ätzende Stelle oder Strecke. Das war richtig schön. Tja, da war alles schön beisammen. Okay, perfekt. Na schade, sind nicht alle Strecken auch so. Da wäre das ja nur halb so ätzend gewesen. Aber natürlich muss das so ätzend sein. Okay, das andere... muss ich jetzt erstmal suchen. Aber ich glaube, wir haben das schon gesehen bei den Geiern. Ich glaube, es war hier. Oder? Okay, ich muss mal kurz hier durch. So, Schnauze. Wer fährt denn hier überhaupt? Sind das Ratten? Oder was ist hier los? Wo ist denn das Ding? Da! Ja, das hätte man eher finden können. Das hier. Okay, Spyro. Willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher, dass es nicht abstürzt. Ich will eher testen, ob du fliegen kannst. In diese Lava da rein. Das würde ich gerne testen. Okay, Spyro, hör gut zu. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lenken. Also musst du nur die Ziele mit dem Gewehr treffen. Drück Angriff zum Feuern, während du zielst. Ach du Scheiße, so ein Scheiß. Ach nee. Du hast aber auch immer die beschissensten Aufgaben hier. Oh, willst du mich doch verarschen? Was, der Riptor macht ja komische Dinge und will die Welt an sich reißen, aber nein. Das interessiert ihn nicht. Nur solche beschissenen Aufgaben interessieren ihn. Das ist wie so ein kindisches Kind, was nur spielen will.
während die Welt um sich herum brennt. War das auch ein Ziel? Hey, du hast dein Ziel verfehlt. Schon okay. Ist es dein Ernst? Das war auch ein beschissenes Ziel. Ist das ein Bullshit? Und ich hab's verfehlt. Und natürlich umdrehen ist unmöglich. Hey, du hast dein Ziel. Dann. Ach, meine Fresse. Ja. Keine Ahnung, was ihn daran hindert, einfach nochmal eine Runde zu drehen hier. Keine Ahnung. Okay, mach einfach Dauerfeuer. Was hältst du davon, hä? Einfach Dauerfeuer mache ich jetzt hier. Was hältst du davon, hä, du Scheißjäger? Ist nicht gegen die Regeln hier. Jetzt werden einfach alle weggeballert hier. Komm schon. Wir machen's schnell. Ach ey, ja so wenig. Willst mich verarschen? Komm dran, ihr scheiß Ziele. Ich will ja diesen Scheiß beenden. So eine sinnlose Aufgabe. Du bist mir da echt verhohle People hier. Komm ran! Hey, du hast alle Ziele getroffen. Das hast du deinem guten Piloten zu verdanken. Na, Bullshit. Einfach Dauerfeuer. Das hat geholfen. Meine Klugheit hier. Meine Kreativität, das hat geholfen. Oh, ich hasse diesen Typen so sehr. 100% abgeschlossen. Geil! So, schön gerannt und schön in die Lava rein. Hui! So, das war schön. Okay, wir haben die beschissenen Strecken fertig. Alles fertig. Schön.